Ja, herzlich willkommen. Ich bin nicht alleine. Sie sehen es selbst. Hier ist die Innenministerin. Grüße auch, Herr Wolf. Zu Ihnen komme ich gleich anschließend. Vorab zu Ihnen, Herr Doskozil. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Neuer Verteidigungsminister, haben Sie sich schon eingelebt im neuen Amt? Wie ist es denn dort so? Ich muss die Sprache meines Vorgängers noch üben, aber das kann ich mit den Soldaten machen. Okay, wunderbar. Und was ist das Positivste, was sich verändert hat? Das Gute ist, dass ich jetzt im Fasching wieder als Kiewerer gehen kann, weil ich war ja selber viele Jahre jetzt im Polizeidienst und da war das verboten, privat Uniform zu tragen. Und jetzt kann ich das endlich wieder machen, freue mich sehr darüber. Gut, interessant, dass das Positivste ist, aber Stichwort Faschingsverkleidung. Frau Innenministerin, ich glaube, Sie haben auch schon eine Faschingsverkleidung an. Bin mir nicht ganz sicher, sind Sie Weltraumfahrerin oder Tiefseetaucherin? Auf jeden Fall fehlt oben die Glasglocke, das sage ich Ihnen gleich. Wollen Sie mich frutzeln? Das ist die offizielle neue Tracht der mitteleuropäischen Frau. Die haben wir jetzt beschlossen beim Innenministertreffen, nämlich. Die gibt es beim Orion-Versand portofrei zu bestellen. Ja, Moment. Beim Orion oder beim Amazon-Versand? Sie Orion, wissen Sie schon, Sie was das ist? Sie haben mich schon richtig verstanden. Ja. Ja. Also, wenn man da oben in dieses Ventil hineinbläst, das da eingebaut ist im Kragen, dann bläst sie das aufs 2-3-fache Volumen, dann hat man eine Armlänge in alle Himmelsrichtungen Abstand zum nächsten und kann angstfrei über öffentliche Plätze gehen. Außerdem fluoresziert dieses Material. Keine Angst mehr vor Aliens. Das ist die Devise. Vor Aliens. Was ist das Nächste? Vielleicht das Aluhütchen? Oder, Entschuldigung, sind Sie schon sehr paranoid jetzt eigentlich, oder? So, das sind nicht meine Worte. Das hat der englische Kollege eindeutig gesagt. Illegale Aliens, hat er gesagt. Ja. Illegale Aliens. Sie wissen schon, das englische Wort Alien, das heißt Ausländer. Jetzt möchte ich, glaube ich, lieber wieder mit Ihnen reden. Da meine ich jetzt nicht Sie, sondern das Publikum. Also, bitte. Schade. Bitte, ich sage es Ihnen, es gibt keine Aliens, es gibt wirklich absolut nichts Überirdisches. Glauben Sie mir bitte, es gibt nichts Überirdisches. Doch, es gibt überirdische Schönheit. Sie wird verkörpert durch meinen Körper. Danke, Himmelvater. Ja, dem Himmelvater würde ich persönlich nicht danken. Darauf würde ich nicht wetten, dass es den gibt. Aber Aliens kommen mit Sicherheit auf die Erde herab. Das heißt, Sie meinen, Außerirdische kommen hierher und werden Teil unserer Welt? Selbstverständlich. Damit muss man rechnen, kann morgen sein oder in einer Milliarde Jahre. Sie werden durch Ihre Ernährungsgewohnheiten das Leben auf der Erde nachhaltig verändern. Das kann ich auch versprechen, so wie meine Ernährungsgewohnheiten sich auch verändert haben. Das heißt, Sie essen nur mehr kleine Portionen? Na, das ist keine Portion. Das ist nur zur Verdeutlichung des 9. Planeten, der jetzt gerade entdeckt wurde. Nicht? Man hat hier sehr schön, durch diesen Zwetschgendödel kann man das sehen. Also, das wird ein Zwetschgenknödel, der neue Planet. Warum? Ja, lass es mir halt ausreden. Nicht? Er soll ja nach David Bowie benannt werden, jetzt der neue Planet. Und Englisch Bovidl, der Zwetschgenknödel, nein, Bovidl-Planet, hoffentlich klar. Und Stichwort Ernährung. Also, meine Methode war Kannibalismus, eine dauerhafte Umstellung auf Kannibalismus. Habe ich sehr schnell abgenommen, kann ich nur jedem empfehlen, weil Menschenfleisch ist legal nicht erhältlich. Gut, dann kann ich nur hoffen, dass das auch länger so bleiben wird, weil ich wäre ein ziemlicher geiler Leckerbissen. Maschek, meine Damen und Herren, Dankeschön. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser nächster Gast, auf den wir uns